Liebe Zuschauer, die Zinsen sind niedrig, schlecht für den Anleger, gut für den, der einen Kredit benötigt. Allerdings sind die Auflagen, bei der Bank einen Kredit zu bekommen, nicht gerade einfach. Die Alternative, vielleicht eben ein Privatkredit auf dem sogenannten Online-Kreditmarktplatz. Da tummelt sich mittlerweile so einiges und das ist auch durchaus für einen Anleger interessant. So, das sozusagen Social Lending, wie es heißt, wollen wir uns heute im Börsenplatz 5 oder am Börsenplatz 5 etwas näher angucken und dazu mein Gast im Studio Kai Rönnlund. Er ist ehemaliger Hedgefondsmanager und jetzt Gesellschafter und Aufsichtsrat bei Fixura, einer sogenannten Plattform, einer Social Lending-Plattform. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Ja, wir kennen die Privatkredite aus dem Internet im Grunde nur als Kredithaie mit Wucherzinsen. Da hat sich aber so einiges getan. Vielleicht können Sie gerade mal darlegen, wie ist es denn momentan mit den Plattformen, die sich dort tummeln im Internet? Ja. Die Social Lending ist eigentlich für die dann ein Darlehen haben möchte, ist ziemlich einfach. Man kann zu Hause sitzen bei seinem Computer und das beantragen. Und das ist abhängig dann für den Darlehensnehmer, wie schnell man das Darlehen bekommt und zu welchen Zinsen, weil man kann das selbst einstufen. Natürlich, wenn man höhere Zinsen reinlegt, bekommt man das schneller. Und dann ist das auch abhängig davon, was für eine Bonität man hat natürlich. Also dieser Kreditmarktplatz, dieser Online-Kreditmarktplatz bringt sozusagen die Investoren und die Kreditnehmer zusammen. Also wer halt eben einen Kredit geben und wer einen nehmen möchte. Wie kann ich denn jetzt aber erkennen, ob so eine Plattform seriös ist? Das hat oftmals zu tun auch mit der Menge von was da über. Sag mal, die Größeren sind ja schon länger dabei und die operieren auch laut den Normen, was es auf dem Markt gibt. Und das ist ja sehr wichtig auch. Aber man muss auch vorstellen, dass die Plattformen sind ja nur eine Plattform, die diese Möglichkeit darstellt. Es ist nicht so wie die Banken, die im Prinzip selbst das Darlehen ausgibt und auch die Funding denn selbst macht, sondern es ist nur ein Treffpunkt sozusagen. Ein Treffpunkt, ein schöner Treffpunkt, zumindest wahrscheinlich für den, der was sucht auch. Wie stellt sich der Markt mittlerweile dar? Wie viel Volumen, wie groß sind denn die Kreditvolumina, die da vergeben werden? In den USA ist es schon ziemlich groß. Da redet man von über 100 Millionen pro Monat, die rumgeht über diese Plattformen. In Europa ist es kleiner. UK ist ein bisschen größer. Deutschland kommt jetzt, nordischen Bereich auch. Und vor allem, es wächst sehr schnell auch. Die Nachfrage ist da. Wie viele unterschiedliche Plattformen gibt es da, wenn Sie vielleicht, also Fixura ist eine davon, wie viele unterschiedliche gibt es sonst noch? Im nordischen Raum gibt es einige, sagen wir mal zwei, drei. Wir sind die größte da. Deutschland gibt es auch einige, ungefähr die gleiche Menge. Zum Beispiel Fixura ist hier tätig, Augsburg ist vor dem aktivste hier. USA ist auch ähnlich der Fall, da gibt es schon mehrere, über 10 Stück. England auch einige Plattformen, also es gibt schon einige da. Wie sehen Sie das Wachstum in dem Bereich? Wo werden wir da in 5 Jahren vielleicht sein? Bei welchem Volumen? Es ist ziemlich interessant da, wenn man sieht, auch Wall Street Journal hat schon ziemlich interessante Artikel darüber gehabt und gefragt, ist jetzt die Social Lending, die Google war im Prinzip die Werbungsmarkt auch. Also im Prinzip da eine Internetplattform, wo man ein Geschäft, ein alteingesessenes Geschäft neu macht. Und ich glaube, das ist schon der Fall. Und was wir sehen, auch die Entwicklung, es ist verschiedene Formen von Darlehen und auch, dass man Bürgschaft haben kann, um Zinsen niedriger zu bekommen und so weiter. Wenn man das jetzt sich mal anschaut, speziell drauf geschaut, also ich bin jetzt ein Kreditnehmer, also ich möchte einen Kredit haben. Was muss ich dann genau tun, wenn man das mal praktisch sich vorstellt? Im Prinzip ist es ziemlich einfach, würde ich sagen. Vor allem in Finnland, wenn es ziemlich weit ist, und in Schweden mit Electronic Banking, dass man sich identifiziert. Man sagt, wie viel braucht man? Man gibt seine Daten rein, dann wird das automatisch guckt nach die Bonität und man kriegt dann Einstufung, dann kommt man auch an Rekommendation, wie hoch die Zinsen soll sein, aber dann kann man das natürlich, wie ich sage, selbst auswählen. Also es ist ziemlich einfach, das zu machen. Und dann ist auch die Summe heutzutage geht bei Fixura vom kleineren Beträgen bis zu 10.000. Das wird in der Zukunft erhöht auf 30.000. Ich kann mich gut vorstellen, sogar in einigen Jahren man auch im Prinzip die Immobilienkredite über diese Plattformen nehmen können. Wie wird die Bonität dann überprüft und was muss ich als Kreditnehmer dann hinterlegen als Sicherheit?
Man braucht keine Sicherheit hinterlegen, aber darum eben ist die Bonität sehr wichtig hier. Und das wird überprüft von den gleichen Datenbasen, was die Banken für die Bonitätsprüfung benutzt. Und da wird man eingestuft, auch hat damit zu tun, die Löhne, die Kreditgeschichte und die Wohnort und so weiter von den Leuten. Und da bekommt man eine Einstufung auf die Bonitätsskala. Und ich bin jetzt Investor und sage, ich habe Geld zu vergeben und würde das eben gerne über so eine Plattform tun. Warum sollte ich mich bei so einer Plattform engagieren? Welche Möglichkeiten, welche Renditen habe ich denn hier? Ja, genau, das sprechen Sie die gleiche, richtig wichtige Thema. Was ist die Rendite? Und heutzutage kennen wir ja vom Tagesgeldmarkt oder Anlagemarkt, ist die Rendite sind ja mickrig. Und das ist darum, ist dies ein sehr interessante Alternative dazu, weil wir reden von ungefähr Anfang zweistellige Kredite, auch nach die Ausfallrate. Und darum ist es sehr interessant eben. Das Wichtigste da ist eben die Streuung dann, dass man hat nicht nur ein paar Kredite in seinem Portfolio, sondern wir reden über 50 bis 100, um eben dann die Risiko zu streuen, weil wie gesagt, das ist ungesicherte Kredite, was man da bekommt in seinem Portfolio. Das heißt, ich weiß also im Grunde nicht, an wen ich meinen Kredit gegeben habe, das ist alles anonym? Das ist anonym, aber man könnte das auch so machen, dass man aussucht dann nach die Bonität, was ist die Zinsen. Aber die meiste heutzutage benutzt diese Auto-Invest-Piloten, da man gibt gewisse Eckdaten und dann wird ausgewählt dann 50 oder 100 Krediten, die das passt. Wie hoch sind die Renditen? Sie sagten, zweistellige Renditen gibt es. Und wie ist das Chance-Risiko-Verhältnis dabei? Ja, und das gerade darum geht es. Wenn man ein Darlehen sucht, ist das eine Frage von Bonität. Wie hohe Zinsen muss ich anbieten, um die Darlehen zu bekommen? Wenn man die höchste Bonität, reicht sicher mit so 5-6%. Wenn man in die niedrigere Skala da liegt, muss man so ungefähr vielleicht 25 oder bis zu 30 gehen, um den Kredit zu bekommen. Also die Spanne ist ziemlich groß da. Wer trägt das Kreditausfallrisiko jetzt für den Investor? Der Investor selbst trägt das und das ist eben darum, es so wichtig ist, dass man die breite Streuung hat von die Krediten, also 50 bis 100. Und eigentlich ist es eine ziemlich einfache Mathematik dahinter, wie auch Banken macht oder Kreditgesellschaften. Wenn man eine breite Streuung hat, kann man ungefähr rechnen, dass in ein Kredit, ungesicherte Kreditportfolio an Privatpersonen ist Ausfallrate in nordischen Ländern wäre es ungefähr 6%. Und davon bekommt man 3 zurück. Wie schaut das aus mit den Banken? Also im Grunde kann man ja sagen, so eine Online-Plattform, vielleicht erstmal gefragt zu den Gebühren. Was zahlt man für? An wen zahlt man? Ich nehme mal an die Fixura. Also wie gestalten sich die Einnahmen von der Fixura? Was ist die Gebühr, die halt der Kreditnehmer und auch Kreditgeber zahlen muss? Die Fixura nimmt Gebühren eben für diese Vermittlung. Also der Investor hat sehr niedrige Gebühren, um zu investieren, im Vergleich zu irgendwelchen anderen Anlageformen, sei das Fonds oder so. Aber der Darlehensnehmer hat dann Gebühren. Aber immerhin, die Gebühren im Vergleich, wenn man über eine Finanzgesellschaft oder sowas geht, sind schon niedriger dann. Aber wir reden von einigen Prozent bis zu 5-6%. Also da ist die Schwankung dann auch abhängig davon von Länge, von Bonität und alle diese Fragen. Also in dem Fall eine große Konkurrenz zu den klassischen Banken, zum klassischen Bankgeschäft. Wie sehen Sie da die Entwicklung weiter? Ich glaube, also es ist ein Nischenphänomen. Ganz klar, die ganze Banken und Darlehen ist ein großer Markt. Aber was ich sehe, dass die hat ein Potenzial, sich zu entwickeln, zu einem richtigen Mainstream, in das, dass man die Anlageform, eine größere Anlageform und auch ein größerer Teil von die Darlehensmarkt als sich. Das wird länger dauern, aber immerhin reden wir von einem sehr großen Markt. Und die Frage ist da, wenn man von Anfang an da und die seine Brand aufbaut, weil das ist, wird genauso wie im Bankinggeschäft ist. Wer ist, wie Sie auch zugefragt haben, wer sind die zuverlässigen Anbieter und so weiter? Und es ist nicht unbedingt so, dass die Banken wären, wenn die einsteigt in dieses Geschäft, dass die zuverlässig, ich glaube, die früh dann da sind und die Brand in diese Nische aufbaut, die sind auch die Starken der Zukunft. Und dann ist natürlich aber die Frage, wenn ich jetzt eine Bank gründe, dann habe ich natürlich viele Regulatorien, die ich zu berücksichtigen habe. Ich muss hier also einiges an Verwaltungskosten natürlich mit berücksichtigen. Wie ist es bei den Online-Plattformen? Welche Regularien sind denn hier erforderlich oder welche müssen berücksichtigt werden? Hier ist ziemlich wenig bis jetzt gewesen und ich finde zu wenig. Wir haben nichts dagegen. Zum Beispiel bei Fixura haben wir uns gewendet über die Überwachungsbehörden von Anfang an.
und gefragt, was, wenn nicht gefragt wird, aber was können wir hinterlegen, um eben die Seriosität, um eben auch diese Sachen. Ich glaube, da kommt mehr und mehr Regeln in der Zukunft. Und ich finde es gut auch, dass es geregelt wird. Dann auf die andere Seite, dass es günstiger gemacht wird, weil das ist eine leichtere Administration. Und man muss hier denken, auch, man vermittelt ja nur, man hat keine eigene Bilanz. Weil das ist das, das im Prinzip noch viel mehr Regeln braucht. Und das haben wir ja gesehen, jetzt die Krise, was mit der Bank, was hat das damit zu tun? Ja, die eigene Bilanz, nicht wahr? Das ist ein großes Problem dann sicherlich. Was sollte ein Anleger unbedingt berücksichtigen, wenn er auf so eine Online-Plattform, wenn er in so einem Online-Kreditmarktplatz sich engagieren möchte, was sollte er unbedingt berücksichtigen? Ich komme zurück, ich habe das mehrmals gesagt, aber darum komme ich nochmals zurück, dass die Streuung. Und das reicht nicht nur mit 10, sondern mit 50, 100 davon. Und es ist auch nicht eine Frage von, dass ich nehme nur die höchste Bonität oder die niedrigste Bonität, sondern man hat eine Mischung. Die Streuung kann ich mir dann selbst auswählen als Investor auch? So ist es. Man kann das manuell machen oder dann automatisch und sagen, dass die höchste Bonität, die niedrigste Bonität, Minimum Rendite und so weiter. Und dann sucht er automatisch aus die Darlehen dann. Und das Interessante ist dann, dass wir jeden Monat haben wie ein Cashflow von diesem Investment. Es ist die Tilgung plus die Zinsen. Die kann ich rausnehmen, also ich habe jeden Monat Cashflow, oder dann reinvestieren. Und das machen ja die meisten. Das ist das Schöne mit diesem Autopilot, die dann investiert nochmals dein Geld dann. Und das Ganze ist bei Ihnen auch europaübergreifend? Das heißt also, so Investoren sowie Kreditnehmer sind komplett auch in Europa vertreten? Ja, wir haben Kredit vergeben aktiv. Man kann von ganz Europa Geld anlegen. Aber dann Kredit geben machen wir nur in Finnland bis jetzt. Schweden ist das nächste Land. Aber in Deutschland sind wir ziemlich aktiv jetzt mit Investoren, die wir diese Möglichkeit anbieten, hier Geld anzulegen. Und wie wollen Sie sich hier dann weiterentwickeln? Also das soll sich aber dann dementsprechend groß weiterentwickeln, dass auch dann zukünftig Kreditnehmer aus Deutschland kommen dann? Das kommt sicher in der Zukunft, aber da liegen wir schon. Zuerst kommen die nordischen Länder bei uns bei Kreditvergabe. Und wie lange, glauben Sie, wird das Ganze sich, oder wie lange wird diese Entwicklung dann dauern? Welchen Zeitrahmen haben Sie da? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, die nordischen Länder kommen während die nächsten 1, 2, 3 Jahre und dann ist eben Deutschland arm. Aber es ist immer eine Frage auch von der Nachfrage und wie wir sehen. Das ist klar, je schneller die Kredite oder Investitionen aus Deutschland wächst, dann wird auch vielleicht mehr Interesse an, auch die Kreditvergabe hier auch zu haben. Wie ist es momentan aus Deutschland? Ja, wir haben ja angefangen erst letztes Jahr, aber das Interesse ist groß gewesen und es wächst am schnellsten eigentlich die Investitionen aus Deutschland, prozentuell. Dann sage ich Herr Rönnlund erstmal vielen Dank und wir gucken dann in 5 Jahren, wo wir dann stehen werden. Und liebe Zuschauer, das war es dann auch schon wieder hier vom Börsenplatz 5. Ja, vielleicht ist das ja eine Alternative eben zum einen zum Bankkredit, aber zum anderen eben auch zum Tagesgeld, wo es ja durchaus niedrige Zinsen gibt. Aber Risiken niemals außer Acht lassen, die Streuung ist wichtig. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Dann tschüss.